Hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynex mit einem weiteren Commentary und heute geht es um die MTA 21. Ich denke mal, viele von euch haben es mitbekommen, vor ungefähr 2 Wochen hat DICE einen neuen Patch rausgebracht, und zwar für die PC-Version von Battlefield 4. Eigentlich sollte der Patch nur ein paar Bugfixes bringen und so ein paar dumme Bugs halt beseitigen. Allerdings haben DICE aus Versehen auch 5 neue Waffen in das Spiel gepatcht, und zwar sind das die DLC-Waffen vom China Rising DLC, das eigentlich jetzt erst am 3.12. für die Premium-Mitglieder rauskommen sollte. Wir PC-Spieler haben also unglaubliches Glück gehabt und konnten jetzt zweieinhalb Wochen lang diese Waffen testen, freischalten, halt mit denen rumspielen und auch schon alle Attachments freischalten. Das heißt, ich möchte euch heute so ein bisschen was über die MTA 21 erzählen, wie man diese Waffe am besten spielt, welche Attachments man am besten benutzt. Das alles werdet ihr heute erfahren und ich denke mal, ihr Konsolenspieler könnt ihr dann auch so in 1 bis 2 Tagen, je nachdem wann ich dann das Video hier freischalte, also am 3.12. kommt das DLC raus und dann könnt ihr die Waffe auch freischalten. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, wie man diese 5 neuen DLC-Waffen freischaltet. Wenn euch das interessiert, kann ich euch hier verlinken, da bekommt ihr alle Informationen und auch noch gute Tipps dazu. Allerdings die MTA 21 ganz cool, wie man die freischaltet. Ihr müsst alle Aufgaben in einer Runde erledigen und wenn ihr das nicht hundertprozentig schafft, also nur 4 von 5 Aufgaben erledigt, dann wird alles nach der nächsten Runde vor der nächsten Runde zurückgesetzt. Was müsst ihr also machen? Ihr müsst einen Kill jeweils machen, und zwar einmal mit der Assault Rifle, einmal mit einer LMG, einmal mit einer Sniper Rifle und einen Kill mit einer Granate machen. Eigentlich sehr einfach. Ich denke mal, jeder von euch wird das in 5 Minuten hinbekommen. Ihr müsst also einfach nur darauf achten, dass die Runde nicht dazwischen zu Ende ist, weil dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Aber wie gesagt, halt einen Kill mit Assault Rifle, LMG, Sniper Rifle und Granate sind 4 Kills, sollte jeder sehr schnell hinbekommen. Die MTA 21 gab es ja auch schon mal in Battlefield 3 und wer die Waffe damals mal gespielt hat, weiß, die MTA schießt unglaublich schnell und das hat sich natürlich in Battlefield 4 gar nicht geändert. Jetzt haben wir, glaube ich, ungefähr 900 Rounds per Minute, das ist echt schnell, das heißt, die Waffe kann mit den meisten SMGs noch mithalten und das bedeutet auch, weil die Waffe so viel Schaden macht und manchmal tötet die in nur 4 Schüssen, werdet ihr Gegner sehr, sehr schnell töten. Ihr habt also in Zweikämpfen, gerade auf naher Entfernung, eigentlich immer die Überhand, weil es kaum eine Waffe gibt, die schneller tötet als diese MTA 21. Das ist ein riesiger Vorteil. Ihr werdet, wie gesagt, im Nahkampf kaum mal sterben oder so, einfach weil ihr richtig, richtig schnell Damage macht und diese 4-5 Kugeln, die ihr braucht, richtig schnell in den Gegner reinpumpt. Der größte Nachteil der Waffe ist natürlich auch wieder die Feuerrate, nämlich, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wenn man eine hohe Feuerrate hat, hat man auch sehr viel Rückstoß. Das heißt, die Waffe zieht unglaublich stark nach oben. Das heißt, alles so ab mittlere Entfernung, so ab 20, 30 Meter, da wird es unglaublich schwierig, mit der Waffe überhaupt noch die Gegner zu treffen, weil die Waffe so unglaublich stark nach oben zieht. Was ihr da machen könnt, ist Burstfeuern. Ich denke mal, die meisten wissen das. Man schießt immer so 2, 3, 4 Schuss auf den Gegner, dann lässt man die Waffe erstmal ruhen, zielt neu auf den Gegner und lässt dann wieder so 2, 3, 4 Schuss los, bis ihr den Gegner tot habt. Das funktioniert noch so einigermaßen gut, vor allem mit den richtigen Attachments kann das sogar einigermaßen funktionieren, dazu kommen wir später nochmal. Allerdings, ihr solltet euch merken, die Waffe ist am allerbesten in Close Quarters Kämpfen, so auf 5 bis 10 bis 15 Meter, auf Domination Maps, wenn ihr wirklich gerade so um die Ecke kommt, da könnt ihr den Gegner richtig, richtig gut wegbekommen. Die MTA 21 ist außerdem richtig präzise, wenn ihr aus der Hüfte schießt, das kann ich also euch wirklich nur empfehlen, gerade in Close Quarters ist das natürlich super praktisch. Ich kann euch echt nur sagen, manchmal müsst ihr gar nicht anvisieren, vor allem mit einem Lasersight oder so, seid ihr manchmal echt besser dran, wenn ihr einfach nur aus der Hüfte schießt, ein bisschen rumsprayt und dann gehen die Gegner meistens auch richtig gut down. Also das ist echt eine Sache, kann ich euch mit der MTA 21 nur empfehlen. Manchmal müsst ihr da gar nicht anvisieren, dann seid ihr einfach besser dran. Ein Problem hat allerdings die MTA auch auf jeden Fall noch, nämlich dadurch, dass die MTA nur so ein normales Standardmagazin hat, nämlich mit 31 Schuss und eine hohe Feuerrate, müsst ihr unglaublich oft nachladen. Dieses Nachladen dauert aber sehr lange, und zwar ungefähr 3 Sekunden. Das heißt, ihr müsst eigentlich immer in Deckung gehen oder halt auf die Pistole wechseln, wenn ihr mit der MTA spielt. Da kann ich euch eigentlich nur sagen oder euch nur den Tipp geben, passt auf jeden Fall auf, das Nachladen dauert extrem lange und ihr seid dann halt in der Zeit einfach total wehrlos, also müsst ihr da immer ein bisschen aufpassen. So, jetzt zum Schluss kommen wir nochmal zu 2 verschiedenen Loadouts, also 2 verschiedenen Klassen, die ich euch so empfehlen kann, wie man die MTA am besten spielt. Die erste ist so die richtige Standard-Run-and-Gun-Taktik. Das bedeutet, ihr nehmt euch einen Lasersight mit, damit könnt ihr am besten aus der, oder noch besser aus der Hüfte feuern, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Als zweites einen ergonomischen Griff, der ist besonders dafür gut, wenn ihr euch bewegt, dass ihr dann präziser feuert oder präziser schießt. Das gilt natürlich auch für Hüftfeuer, das bedeutet, auch damit könnt ihr quasi besser so zur Seite strafen, den Gegner ausweichen und gleichzeitig einfach aus der Hüfte drauf feuern und ihr bleibt trotzdem noch präzise. Als letztes solltet ihr euch auf jeden Fall noch einen Schalldämpfer mitnehmen, der ist natürlich ganz klar besonders dafür gut, wenn es so mega viele Leute auf einem Haufen sind, dann dass ihr da nicht auch noch auf der Minimap auftaucht. Das heißt, ihr
können auch richtig gut flankieren oder so, die Gegner da wegholen und keiner wird euch auf der Minimap sehen. Der Schalldämpfer benutzt, oder manche sagen ja, dass der Schalldämpfer sehr schlecht ist, weil der die Kugeln langsamer macht. Allerdings ist das hier eigentlich scheißegal, weil wie gesagt, wir benutzen die Waffe ja nur in naher Entfernung und da ist das eigentlich wirklich relativ egal, dass die Kugeln dann langsamer werden und dass die Kugeln dann stärker nach unten fallen. Das ist auf diesen kurzen Entfernungen total zu vernachlässigen. Also One and Gun auf die Gegner schießen, das kann man mit dieser Taktik besonders gut machen. Als zweite Taktik kann man natürlich probieren, doch noch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, also dass ihr so ein bisschen mehr auf mittlere Entfernung geht. Allerdings, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, snipen werdet ihr mit der M-Tau auf keinen Fall machen können, aber so vielleicht 40, 50 Meter oder so sollte vielleicht drin sein, wenn ihr die richtigen Attachments benutzt. Das ist für mich auf jeden Fall mal das Rotpunktvisier. Das benutze ich ganz gerne, weil ich die Iron Sights einfach nicht so schön finde. Ist natürlich immer Geschmackssache, allerdings benutze ich hier ganz gerne irgendwie ein Coyote-Visier oder so, weil man dann einfach eine viel bessere Übersicht hat. Als nächstes dann auf jeden Fall eine Mündungsbremse, die ist dafür gut, dass ihr weniger von diesem fetten Rückstoß habt. Das heißt, ihr könnt dann besser eure Waffe kontrollieren und immer noch genau auf den Gegner drauf zielen. Und den angewinkelten Griff, der ist eigentlich auch für genau das gleiche gut, nämlich der reduziert den Rückstoß von der ersten Kugel. Und diese erste Kugel hat eigentlich immer am meisten Rückstoß und wie gesagt, das wird reduziert. Und dadurch könnt ihr besonders gut Burst feiern, weil ihr immer wieder diese erste Kugel habt und die dann quasi kaum Recoil hat. Dadurch könnt ihr wie gesagt besonders gut Burst feiern. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert, wenn ihr halt die Ämter so ein bisschen mehr auf mittlere Entfernung spielt. Das heißt, wenn ihr Conquest spielt oder wenn ihr Wash spielt oder so, dann braucht ihr natürlich, dann habt ihr einfach nicht so oft diese 5 bis 10 Meter Entfernungen und genau deshalb würde ich euch mal dieses Loadout da empfehlen. So, das war's für mich eigentlich so von der MT21. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Waffe so findet, wenn ihr die denn schon gespielt habt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Close Quarters Waffe für euch so die allergeilste ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, vor allem wenn es euch weitergeholfen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass euch diese Waffenguides, diese Empfehlungen und sowas alles, dass euch das alles gefällt und dass ihr davon mehr sehen wollt, dann werde ich euch auch davon mehr bringen. So, jetzt bin ich total durch. Ich würde also sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Synex. I'm waking up.